Hallo meine liebe Jungfrau, dieses Video fühlt sich wie ein total schönes Geschenk an deine Person, an dein ganzes Sein. Mehr darüber in diesem Video will ich gar nicht mehr erzählen, lass uns beginnen. Meine lieben Jungfrauen, hallo und herzlich willkommen hier auf The Funky Oracle, deinem ganzheitlichen Begleiter in die höhere Timeline. Und heute und hier begleite ich dich in deine glückliche, romantische Liebesbeziehung. Wir sind in der Skorpion-Saison angekommen, Transformation pur. Und ich nehme die Freiheit heraus, diesen Monat ganz und gar der Soulmate-Beziehung zu widmen. Ich will dir so stark dabei helfen, dass du glücklich bist in deiner bestehenden Beziehung oder vielleicht in deiner kommenden Beziehung, dass du dich wohlfühlst, dass du dich wirklich wohlfühlst, einfach gut fühlst mit einem anderen Menschen an der Seite. Und dem ist auch dieses Video, diese Serie gewidmet. Den Link zu anderen Sternzeichen, sprich zur Playlist, findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du neu auf meinem Channel bist, dann freue ich mich sehr, dass wir uns endlich begegnen. Ich bin Xenia the Funky Oracle, dein Orakel für die höhere Timeline. Ich wünsche dir vom Herzen ein wunderschönes Leben, freies, kreatives, selbstbestimmtes Leben und mit meinem anderen Zweitchannel hier auf YouTube, Erwachende Jungfrau Tarot, ja, ganz besonders deinem Sternzeichen gewidmet und deiner Energie, glaube ich, machen wir ziemlich eine gute Arbeit, mein Mann und ich, der wohlgemerkt auch Jungfrau ist. Und ja, meine Arbeit ist so und meine Legeart ist so, dass ich, zum Beispiel wie heute, nur mit 4 Karten arbeite und ziemlich in die Tiefen deines Unterbewusstseins hineingreife und versuche, aus dem, was du erlebt hast, also aus dem, was du kennst und vielleicht auch noch nicht so richtig gesehen hast, ein angenehmes Bild zu weben, damit du dich besser fühlst über deine aktuelle Situation und auch über deine Wünsche, über das, was du gerade im Hier und Jetzt erlebst. Deswegen erlaube dir, so eine Verbindung einzugehen, denn ich möchte natürlich, dass du bewusst jetzt mit zuhörst und ja, hab einfach Spaß. Ich verbinde mich und bitte dich jetzt um dein Erlaubnis, mir zu erlauben, deine Energie und Informationsfeld zu lesen. Dafür like dieses Video und kommentiere gerne zusätzlich mit deinem Namen, Sternzeichen, allem, was sich für dich nach einem Jahr anfühlt. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Falls du noch dieses Video im Oktober anschaust, jetzt an dem Veröffentlichungstag, dann erinnere ich dich an die 50% Rabatt in unserem Shop. Solltest du dir das Video, eines der Audios bestellen wollen. Ansonsten habe ich eine andere Überraschung für euch, was jetzt ab November erhältlich ist bei uns im Shop, aber dazu mehr später. Okay, mein Schatz, worüber darf ich heute berichten? Was möchtest du sehen? Erlaub mir direkt zu sein, wenn ich es darf. Ich meine es wirklich sehr, sehr gut mit dir, mein Schatz. Lass uns beginnen. Also hier sehen wir, also nochmal, hier sehen wir 4 Karten, die etwas über dich aussagen. Oh Gott, das klingt so. Natürlich sagen die etwas über dich aus. Die Hohe Priesterin. Einiges kennst du schon, einiges hast du vergessen. Okay? Hohe Priesterin, die Nummer 2. Große Arkane, bam, gleich geht's los. Sofort. Deine großen Arkane. Und ich habe mich tatsächlich so spannend, ich habe gerade das Gefühl einer Anfängerin gehabt, gefühlt, so wie, wem sage ich das, ja, wem sage ich das, wem will ich da was erzählen. Und das bist du, das heißt, das ist quasi so, wie du auf die anderen wirkst. Als sehr, sehr weise, allwissend. Dabei spielt keine Rolle, wie alt du bist, ob du das wirklich erlebt hast oder nicht oder ob du es vielleicht in dem Moment wirklich so empfindest oder nicht. Aber die Menschen sehen in dir wirklich
etwas Krasses. Es ist quasi so, als wenn du ihnen in die Augen guckst, dann haben sie das Gefühl, dass du ihre Seele liest. Wird wahrscheinlich auch so sein, auch wenn es unterbewusst stattfindet, aber du bist eine wahre Hexe. Du trägst wirklich so einen Computer, du bist künstliche Intelligenz in Person. Du hast wirklich eine Gabe, du hast eine Gabe, Menschen zu lesen, ganz stark. Du hast eine sehr krasse Verbindung zu beiden Hauptelementen, Sonne und Mond. Dein Solarplexus ist ziemlich stark, dein Bauchgefühl ist wahnsinnig stark. Also was anderen Empathen vielleicht, wovon sie nur träumen, ja, so dieses Gefühl, wie ein Löwe zu haben, sofort zu wissen, was ich will, das auszudrücken, wie ich es meine. Du hast es einfach. Das heißt, wenn man dich fragen würde, wie fühlt sich Bauchgefühl an, würdest du sagen, naja, hast du sowas nicht? Es ist so ein Button. Das ist wirklich in deinem Solarplexus. Nochmal, eingangs habe ich gesagt, einige Dinge kennst du, einige Dinge hast du vergessen. Weil ich 30% der Stimme gerade gehört habe, nur gerade so bin ich gar nicht, auch nicht, das ist gar nicht. Jawohl, du hast es vergessen. Vielleicht hast du zugenommen, da ist eine Bauchschicht. Und das, was du früher als Kind Stärke oder wenn du weniger auf den Rippen hattest und leichter gespürt hast, kommt jetzt nicht so schnell an. Aber Fakt ist, du bist eine wahre Hexe, du siehst es, du siehst alles. Vor dir kann sich keiner verstecken. Deswegen als Partner benötigst du auf jeden Fall jemanden, der wirklich ehrlich ist. Ja, wenn man schon irgendwie versagt hat, dass man auch drüber lacht. Weil du weißt es. Nochmal, du weißt es. Du weißt ganz genau, wie sich der andere Mensch fühlt. Und am Ende sind wir alle Empathen. Natürlich fühlen wir das immer. Und je kindlicher wir werden, desto besser wird unsere Empathie. Desto besser wird unsere Nase. Ja, was Menschen betrifft. Und da du ja selber mit einem Kind zusammen sein willst, im besten Fall, ja, du willst genauso einen besonderen Menschen an deiner Seite haben, der auch alle anderen liest und checkt. Was macht dann quasi ein Magier, der selber mit einem anderen Magier zusammen ist, ja? Oder was macht dann eine Hexe, wenn sie mit einem anderen Hellseher zusammen ist? Ja, sie lesen sich ja gegenseitig. Das sehen wir gleich. Sechs der Schwerter. Ja, dass die andere Person einfach dann auch dazu steht, was man dann in dem Moment fühlt. Insbesondere wenn es unangenehme Momente sind. Weil was ist das Problem von den Coaches, von den Heilern, von den Menschen, die eigentlich selber wahnsinnig viel menschliches Wissen haben? Ich glaube, es ist schwierig für sie, jemanden zu finden, der genauso ist wie sie. Weil der Grund, dass sie so besonders sind und dass sie so viel Menschenwissen haben, also es ist ja nicht ohne Grund, dass sie so sind, ja, dass sie in so eine Familie geboren sind, dass sie vielleicht von Kindheitsjahren früh angefangen haben, alles zu tracken, weil es nicht besonders leicht wahrscheinlich war, ja. Und wenn ein Heiler allein ist, dann wurde ihm womöglich auch dieses Bild von einem Elternteil irgendwo vorgelebt. Es ist nicht immer der freie Wille von uns Menschen, mit einem Elternteil aufzuwachsen. Dazu gehören auch gewisse systematische Einflüsse, aber auch diese Eingriffe, ja, wie Krieg oder Arbeitswahn oder andere Ablenkungen. Aber auf lange Sicht gesehen rüttelt es uns wieder wach. Ja, dass wir uns wieder an die wahren Werte erinnern. Und du bist Jungfrau, der Vermittler von wahren menschlichen Werten. Du trägst das Pure in dir. Du bist ein Kind, der sagt, natürlich braucht ein Kind Mama und Papa.
Also du bist ein Kind, was nicht jeder Erwachsene liebt. Ja, du bist ein Kind, was auch die Lehrer nicht mögen, weil du cleverer bist als sie. Und deswegen, wenn so ein Kind erwachsen wird, wie wächst er denn auf? Naja, dass die Erwachsenen ihn nicht mögen. Ja, womöglich, dass auch vielleicht die Gleichaltrigen ihn auch immer entweder beneiden, ja, oder eifersüchtig sind. Und wenn du das nicht auflöst, dann entweder hast du einen eifersüchtigen Partner oder du landest dann wahrscheinlich im besten Fall allein, weil du sagst, naja, diese Menschen, ja, alleine ist es besser. Glaub mir, alleine bist du stark, zusammen bist du sicherer. Deswegen lass uns hineinblicken. Also mit dieser Karte möchte ich nochmal sagen, ja, du löchelst die anderen durch, du bohrst die anderen, du weißt ganz genau, was die anderen durchmachen. Du siehst es. Deswegen, was das Einzige eigentlich, was du von einem anderen nur erwartest, dass der andere sagt, okay, mir geht's nicht gut oder da ist wirklich ein Problem. Weil nochmal, das Problem von den Heilern, von solchen wie du, ist, dass die Menschen die oft ausnutzen. Entweder sind die eifersüchtig auf dich oder die nutzen dich einfach aus. Wann passiert das? Indem die anderen von dir abhängig werden, von deiner Gutmütigkeit, von deiner klaren Sicht, dass du alles siehst, dass du alles im Griff haben musst. Wo du dann sagst, naja, ich will es aber nicht. Ne? Ich bin mir sicher, dass du auch mit den Jahren anfängst, immer weniger die anderen zu überzeugen oder zu kontrollieren oder ihnen zu sagen, was sie machen sollen, weil das ist verdammt ihr Leben. Ja, du willst dein eigenes Ding machen. Und Beziehung ist so etwas dazwischen. Beziehung, eine geile Beziehung, und davon rede ich heute, eine geile Beziehung, in der Jungfrau sich wohlfühlt, ist etwas dazwischen, wo du eigentlich alles siehst, ja, und wo du eigentlich auch was sagen kannst, weil der andere das zulässt. Aber auch gleichzeitig erwartest du, dass der andere auch mal die Niederlage erkennt. Weil sonst, wenn der Mensch das nicht erkennt, wenn wir die Karte wieder umdrehen, ist es dann nur so, dass du immer Opfer an deiner Seite hast, als Partner zum Beispiel. Ja? Diejenigen, die von deiner Gutmütigkeit profitieren. Und das ist aber nicht die Beziehung auf der Augenhöhe. Deswegen brauchst du jemanden, der seine Niederlagen erkennt, der erkennt, dass er ein Problem hat. Um was Mund aufzumachen und zum Beispiel dich nach der Hilfe zu fragen, ja, oder einfach sich selbst zu reflektieren. Denn was du nicht willst, was ich auch von dir auch, was ich hier auch nicht sehen möchte für dich, was ich auch hier ausschließe, dass die anderen schon natürlich gerne in deinem Spiegel sich selbst sehen, ja, die anderen sind unsere Spiegel, aber du willst ja, dass die anderen sich in dir sehen, und zwar alle sehen, insbesondere wenn sie ein Problem haben, es erkennen und weiter mit dir bleiben. Geil, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, du bist so schön, mein Schatz. Du bist so schön. Oh Gott, das ist so geil. Es ist quasi so, dass du sagst, guck mal, ich bin so pur. Ja, bei mir kannst du, mit mir kannst du heulen, mit mir kannst du lachen. Was willst du? Du willst kochen, das können wir auch machen. Du bist ein Kind, was Zeit hat. Zeit, Geld und Lust aufs Leben. Ja, was willst du machen? Ein treuer Hund. Und da du so frei und pur bist und gleichzeitig so mächtig aufgrund von deinen Erfahrungen, bei denen du natürlich richtig Haut und richtig, wie sagt man, so eine Schutzschicht antrainiert hast, weißt du natürlich, dich zu schätzen und zu schützen mittlerweile, ja. Und deswegen ist es sehr wichtig nochmal, dass die anderen erkennen, dass du für das Gute da bist, wie ich auch am Anfang gesagt habe, ich meine es gut, mit dir. Und deswegen, dass sie quasi ja ihre Niederlagen auch erkennen, zum Beispiel, oder dass sie erkennen, dass sie, zum Beispiel, dass dein Partner erkennt an deiner Seite, weil du so gut bist sozusagen, dass er vielleicht etwas nicht so gut macht. Zum Beispiel dein Timing ist immer gut, da du aber so gutmütig bist und dich auf das Timing des Partners einlässt und ihr beide so ein bisschen schwankt und es nicht auf die Reihe kriegt, dass du merkst, verdammt, jetzt verstehe ich, wo mein Problem zum Beispiel war. Also du hilfst den anderen auch, die Probleme zu finden. Aber nicht so viel die Probleme. Deine Aufgabe ist eigentlich,
du zeigst die Problematik auf, aber du wartest so lange, deine Aufgabe ist, dem anderen zu zeigen, guck mal, du kannst das selber, du schaffst das selber. Quasi wie so ein Potenzial des anderen aufzuzeigen, dem anderen das die Problematik aufzuzeigen, aber gleichzeitig auch die Lösung zu liefern. Oh, wow. Ja, das ist Sonne- und Mond-Thematik. Das ist eigentlich Jungfrau auch, wie unsere Realität ist. Ja, wir wissen, wir können uns auf die Probleme konzentrieren, aber genauso viel gibt es auch schöne Dinge. Also ja, klar gibt es Schwierigkeiten im Leben, aber man findet immer eine Lösung. Und so bist du. Deswegen, wenn wir dich als Spiegel betrachten, kann sich jeder in dir sehen, der weiß, wie man dich behandelt, wie man dich wertschätzt, wie man dich benutzt. Und dass, wenn man schon in dich hineinblickt, bekommt man alles. Ja, man sieht dann seine positiven und auch seine negativen Anteile. Und diejenigen bleiben an deiner Seite, die erkennen, dass sie quasi, die auch in, sag mal, im weniger angenehmeren Zeiten auch an deine Seite bleiben, dass sie sagen, oh, okay, heute sehe ich jetzt nicht so toll im Spiegel aus, aber ich bin trotzdem nett zu mir. Ja, zum Beispiel, oder zu meinem Partner. Was noch? Page der Kelche auf dem Kopf, okay. Ich habe hier König der Kelche als Energie. Page der Kelche ist auf dem Kopf, bedeutet, ich sehe das so, dass es kein Kind mehr oder ein Kind, was sich erlaubt. Ja, du bist eine Meerjungfrau. Du bist eine Meerjungfrau, das, weil du eine Meerjungfrau bist. Das heißt, du bist zur Hälfte Mensch, zur Hälfte Wasser. Du bist sehr, sehr, sehr stark zu Wasserzeichen, fühlst dich wahnsinnig wohl mit Wassersternzeichen. Wahnsinnig wohl. Und mit allen den Menschen, die zwei Gesichter haben, die quasi nicht nur männlich, sondern auch weiblich sind, ja, die nicht nur singen können, sondern auch irgendwie, die nicht nur schön singen können und eine schöne Stimme haben, sondern die zum Beispiel auch irgendwie ihre Stimme auch verändern können. Also so eine Kontrast zwischen Mensch und Tier. Und diese Kontrastreichheit wirklich mit Bravour lebt. Ja, so wirklich jemand, der sich dessen bewusst ist und der gerne damit spielt. Das bist du und solche Menschen gefallen dir. Das heißt, und du siehst, dass die Luft hier immer dünner wird. Ja? Hier, wir haben hier mit, bedeutet, wenn wir schon von der identischen Person sprechen, zum Beispiel jemand einfach im anderen Körper, so ähnlich wie du, mit ein paar Abwandlungen, aber so im besten Fall identisch, wäre schon geil, oder? Jemand genauso stark sichtig wie du, dann haben wir hier diese Thematik. Okay. Die Luft wird immer dünner. Was fehlt denn hier noch, um das Gesamtbild von dir zu sehen und somit auch so ein bisschen die andere Seite zu zeigen? König der Stäbe. Die Karte ist tatsächlich bei mir irgendwann als Jungfrau-Karte eingespeichert worden. Dank meinem anderen Account. Erwachende Jungfrau-Tarot. Da sind die goldenen Botschaften. Also wenn du bisschen tiefer in die Botschaften, vielleicht sogar historischen Geschehnisse, so diese Welt, wie man sie sehen könnte, hineintauchen möchtest, dann wirst du diesen Account lieben. Empfehle ich dir sehr zu abonnieren. König der Stäbe, was ich empfehle. Oh ja, die Schöne und das Biest. Es geht hier nicht nur darum, dass Mensch selber diese Zweischichtigkeit hat, ne? halb Tier, halb Mensch sozusagen, diese Meerjungfrau, sondern du bist auch jemand, der selber wie so ein Löwe sein kannst. Also du kannst diese Thematik komplett trennen. Das heißt, du kannst auch nur menschlich sein und du kannst aber auch nur animalisch sein. Und deswegen brauchst du jemanden. Ach, hier ist die Auflösung, ja, weil du sagst, naja, das bin ich ja schon. Warum brauche ich einen Partner dafür?
Genau dafür. Siehst du? Eine Dame liegt an dem Löwen, die Schöne und das Biest. Ja, damit du zum Beispiel in der Beziehung das Biest sein kannst und damit kannst du dir alles vorstellen, dass du sagst, boah, ich trainiere so krass wie ein Biest, ja, und mein Partner oder meine Partnerin, die darf viel zarter sein. Oder zum Beispiel, dass du sagst, ich arbeite hart wie ein Biest, sodass meine Frau, jetzt spreche ich aus der Mannesrolle, sodass meine Frau es gemütlich hat, ja, sodass meine Frau es angenehm hat. Das heißt, in der Beziehung magst du auch Extremen. Bedeutet, wenn zum Beispiel, nehmen wir an so eine Konstellation, du bist gerade arbeitslos oder du machst gerade wenig und oder dein Partner oder deine Partnerin macht aber wahnsinnig viel und du weißt nicht, wie du es switchen kannst, nur deswegen, weil du wirklich in diesen krassen Rollen denkst. Also wenn ich jetzt so ein bisschen kulturell gehen würde, ist es so ein bisschen so diese vielleicht südländische Ader, wo der Mann sagt, also in Russland, ich bin selber Russin, in Russland lieben das die Männer, dass viele meiner Klassenkameraden leben wirklich so diesen Lebensstil, dass sie nicht arbeiten, haben zwei Kinder und die Männer arbeiten. Und als ich meine Klassenkameraden gefragt habe, warum machst du es nicht, weil für mich war das so, was, wie machst du es? Da hat sie gesagt, ja, mein Mann will das nicht. Und sie war so mega stolz darauf. Und du kannst einfach nur, you just can't tell, she was so proud of it. Ich spreche mit meinem Mann Englisch, deswegen, wenn er so richtig emotional wird, dann kommt dieser englische Ausdruck. Ja, aber sie war wirklich mega stolz darauf. Und ich weiß nicht, ob das mega deutsch ist. Vielleicht ist es irgendwo, vielleicht hast du es nur vergessen, dass Deutschland auch so war. Und um ehrlich zu sein, als ich mir wohlgemerkt sehr gerne die Videos, das eine Video, ich habe in Leipzig 19 Jahre gelebt, in einer Stadt nur, mega krass, nur in einer Stadt, total Leipzig-getreue. Warum auch immer, habe ich mir gerne auch diese Videos von einer alten Straßenbahn angeschaut. Von 1912, glaube ich. Und natürlich konnte man einige Gebäude noch erkennen. Und das war immer sehr spannend zu sehen. Okay, wo ist das? Erkenne ich den Stadtteil oder nicht? Aber was mich noch mehr fasziniert hat, ist der Kleidungsstil der Menschen. Es war wirklich ein kleines Paris. Und Männer wie Frauen sahen wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schick aus. Wahnsinnig schick aus. Viel schicker, als was ich 2002, bin ich dahin gezogen, erlebt habe. Und auch, was ich gehört habe, wurde mir Leipzig als graue Stadt aus der DDR so erzählt. Und was auch Kleidungsstil betrifft, du siehst, dass ich heute in dieser schicken Robe sitze. Also ich liebe es Teil und du wahrscheinlich auch. Und du, wenn du dich vielleicht manchmal in deinem Kultur anscheinend nicht wohlfühlst, obwohl du gerne deutsch bist, dann möchte ich dich an deine Kultur erinnern, die vielleicht etwas weiter zurückliegt. Vielleicht, wenn du Bock hast und du sowieso schon auf YouTube bist, gebe einfach nur Leipzig Straßenbahn 1912. Und selbst wenn du nicht in der Leipzig gelebt hast, wirst du sehen, wie Deutschland ausgesehen hat. Und ich finde es so faszinierend, so schön, die Mode, ja, die Mode von damals, generell so die Gefühle, die Menschen, wie sie reagiert haben, wie sie bewegt haben. Ich glaube, mit diesem einen Video, obwohl es überhaupt nichts mit Tarot zu tun hat und es überhaupt nichts mit diesem, es hat schon was mit diesem Video zu tun, aber vielleicht hast du damit nicht gerechnet. Und ich überrasche gerne, Jungfrau, auch wenn du keine Überraschung magst. Du musst es auch nicht tun. Aber ich bin mir sicher, durch künstliche Intelligenz wird es dir die nächsten Tage irgendwie vorgespielt. Es wird schon eher schon passieren. Vielleicht hast du es auch schon mal gemacht. Fakt ist, ich glaube, ja, deine Werte, diese Kultur, die ist ja in dir. Du bist diese alte Schule. Und das ist gut. Das ist gut so. Deine einzige Aufgabe ist einfach nur zu verstehen, wie kann ich das in mein aktuelles Leben integrieren? Und
das passiert durch die Menschen, das passiert durch die Beziehungen, die du lebst. Und du kannst diese alte Schule nach wie vor leben von Treue, ja, dass du auf den anderen zählen kannst. Es gibt genug Menschen da draußen, die ähnliche Werte und Normen leben. Man muss einfach nur erkennen, wer man selbst ist. Und du bist ein energetisches Billionär. Wenn du eins verstanden hast, was dich ausmacht, wofür du hier bist, worein du investieren möchtest und wann vor allem, wirst du in jeder Situation, insbesondere wenn es um persönliche Beziehungen geht, weil da willst du nicht immer die Maske tragen, immer sehr gut dastehen. Und dieses Programm, ich muss wirklich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob ich darüber in diesem Video gesprochen habe oder nicht, weil ich mehrere Videos am Stück aufnehme und ich dann mich manchmal wie in so einem Film fühle. Wenn nicht, dann gibt es ein Online-Programm. Dann soll ich es vielleicht zweimal gesagt haben, was ich entwickelt habe mit meinem Partner zusammen. Ich glaube, ich habe es erwähnt. Und in diesem Online-Programm erstellst du deine eigene Matrix. Anhand von 21 Videos, Videolektionen, du trainierst mit uns, es gibt ein Audiobuch, es gibt ein E-Book, wo du deine Erkenntnisse über dich selbst niederschreibst. Dabei hilft dir das Audio, was du mit dazu bekommst, und jeden Tag ein neues Video mit mir, mit inspirativen Motivationsbotschaften und wohlgemerkt einem 7-minütigen Training. Denn Mentalität muss auch mit deiner Physis einhergehen, deswegen muss auch immer mitbewegt werden. Und keine Sorge, das ist für alle Trainingsniveaus geeignet, auch wenn du mich manchmal tief in die Hocke gehen siehst. Wichtig ist, dass du dich bewegst und atmest. Aber da erzähle ich mehr in jedem Video. Du wirst auf jeden Fall sehr gut begleitet. Und nach so einem Programm lernst du dich wahnsinnig gut kennen, sodass du auch diese Beast- und Mensch-Anteile natürlich nicht nur zwischen dir und dem anderen leben kannst. Das ist auch nicht der Grund, nicht nur die einzige Ursache, warum du den anderen brauchst, sondern damit du auch lernst, diese Anteile natürlich auch in dir drin zu vereinen. Denn wenn du nur bei dir bist, dann merkst du manchmal nicht, wie du zu menschlich wirst oder vielleicht wie du zu biestig wirst. Das heißt, die andere Person spiegelt dir auch immer eigentlich sehr, sehr gut, wo deine persönliche Grenze ist. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr, sehr bei dir, dass du mit mir gegangen bist, auch wenn ich manchmal aus meiner Perspektive nicht immer gerade gegangen bin, sondern auch mal abgewichen bin. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Vielen, vielen lieben Dank. Ein anderes Sternzeichen kannst du dir in der Playlist anschauen oder vielleicht schaust du dir so eine Straßenbahnaufnahme an oder du hörst dir gleich ein Beispiel von eines unserer 3D-Audios oder du gehst auf meine Webseite und buchst dir das Online-Programm und beginnst mit der Reprogrammierung. Wie du siehst, hier viel zur Auswahl. Egal, wie du dich entscheiden wirst, ich bin mir sicher, du wirst das Richtige tun. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bye, bye, ciao. Ich bin dieser Donner in meine Brust. Ich erschaffe meine eigene Realität. Ich bin diese unaufhaltsame Kraft, die